Es tut sich was auf der Baustelle in der Wittlicher Innenstadt zwischen Neustraße, Burgstraße und Altneugasse. Ein Kran steht bereit, um Teile von Balkonen für die ersten bezugsfertigen Wohnungen des Projekts Altstadt die Neue an ihren Platz zu befördern. Die frisch sanierten Häuser Richtung Altneugasse sind Teil des Passagenprojekts, an dem seit knapp einem Jahr gearbeitet wird. Geplant sind mehrere viergeschossige Gebäude mit Wohnungen, Geschäftsräumen und einer Tiefgarage. Eine Passage für Fußgänger soll Neustraße und Altneugasse verbinden. Fleißig gearbeitet wird auch am Projekt der Bäckerei Lohner in Richtung Burgstraße. Hier wird ein Wohn- und Geschäftshaus mit Backshop, Café und Außengastronomie gebaut. Der Rohbau des Erdgeschosses steht bereits. Ebenso die Tiefgarage für etwa 20 Fahrzeuge. Wenn das Wetter es weiter zulässt, dass weitergearbeitet werden kann, ist nach Auskunft der örtlichen Bauleitung damit zu rechnen, dass wir Anfang April hier das Dach bekommen und dann Ende April, Anfang Mai der große Kran gezogen werden kann. Dagegen bewegt sich an der Neustraße seit Wochen so gut wie nichts. Dort plant die GWG Bau GmbH Neubauten mit 12 Wohnungen und einem 225 Quadratmeter großen Ladenlokal. Auch die Passage soll dort entstehen. Begründung für den Stillstand? Enge der Innenstadt macht es eben erforderlich, dass hier Platz vorhanden ist, um Kräne aufzustellen, Baumaterial zu lagern und so weiter. Deshalb ist dieses Bauvorhaben der GWG-Bau vorerst mal zurückgestellt worden. Bürgermeister Joachim Rodenkirch sprach dagegen bei der jüngsten Stadtratssitzung von gewissen Problemen beim Investor. Nach einer Lösung werde derzeit gesucht. Das prognostizierte Bauzeitende im Herbst 2011 scheint allerdings gefährdet.